1977 ist der Schauspieler François Truffaut ziemlich geblendet. Bei der Beleuchtung des Films Unheimliche Begegnung der dritten Art vertraut Regisseur Steven Spielberg auf eine der wichtigsten Figuren des New Hollywood, den Kameramann Wilmos Zsigmond. Auch wenn er immer in der zweiten Reihe steht, ohne Kameramann läuft beim Film nichts. Ähnlich wie ein Musiker, der eine Partitur interpretiert, setzt der Kameramann die Vorstellungen des Regisseurs um. In rund 30 Filmen hat Wilmos mit Regiegrößen wie Robert Altman, Brian De Palma, Woody Allen, Martin Scorsese oder Michael Cimino gearbeitet. Beeindruckend. Wir haben den diesjährigen Ehrengast des Champs-Élysées-Filmfestivals in Paris gebeten, die Kamera für unser Interview höchstpersönlich einzurichten. Ich würde mich in der einen Hälfte platzieren und den Triumphbogen in der anderen. Es gibt viele verschiedene Arten von Realismus. Ich bezeichne meinen als poetischen Realismus, weil er selektiv ist. Wilmoschs Leben ist eng mit dem seines Freundes László Kovács verbunden. Beide stammen aus Ungarn und sind in jungen Jahren nach Amerika emigriert, wo sie die Bildsprache Hollywoods verändert haben. Wilmos Zsigmond wird 1930 als Sohn eines Fußballtrainers geboren. Und er beginnt 1954 ein Studium an der Filmhochschule in Budapest. Einer der Professoren verschafft Wilmos Zugang zu westlichen Filmen, unter der Bedingung, dass er sie ohne Ton ansieht. In dieser Zeit lernt er auch László Kovács kennen. ...1956 werden die beiden Zeugen des Volksaufstands gegen die kommunistische Diktatur und beschließen, die Ereignisse zu filmen. Drei Wochen später bereiten russische Panzer der Revolution ein Ende. Ich musste fliehen, weil ich diese Filmaufnahmen von der Revolution gemacht hatte. Also beschloss ich, das Land zu verlassen. Ich ging direkt in die Vereinigten Staaten, um dort groß rauszukommen. Wilmos und László verlassen Ungarn, um ihre Aufnahmen der Weltöffentlichkeit zugänglich zu machen. Doch erst nach 2 Jahren erklärt sich der Sender CBS bereit, die Bilder auszustrahlen. Bis dahin halten sich die beiden mit Kinderporträts über Wasser. This contains 70,000 feet of film, reduced to the most terrifying 90 minutes ever made. The sadist is coming to this theater, to this screen. The sadist. I have been hurt by others, and I will hurt them. 1962 ergattert Wilmos seinen ersten Job als Kameramann bei dem Horrorstreifen The Sadist, Todesangst. Ein neues Genre überflutet zu dieser Zeit die Kinos. Der Exploitation-Film. Ob Sex, Gewalt oder Science-Fiction, Wilmos dreht alles. Er arbeitet ohne Unterlass für einen Hungerlohn. Der interessanteste Filmtitel lautete The Incredible Strange Creatures Who Stop Living Became Crazy Mixed Up Zombies. Kompletter Schwachsinn. Damals habe ich gelernt, solche Filme nicht zu machen. Wenn Wilmos mal nicht verfügbar ist, springt László für ihn ein und umgekehrt. Als Chefkameramann bei Hell's Angels on Wheels lernt László Jack Nicholson kennen, der an einem Spielfilmprojekt von Dennis Hopper beteiligt ist. Hopper hat wenig Geld und sucht noch jemanden für die Kamera. Der Name des Films: Easy Rider. I have to do this picture. I would be crazy not to. We just hit it on. Yeah. He was the best telephoto operator I've ever seen. There's no question about it. The things he did were just sensational. The rainbow color just coming down like heroes, you know. They sort of romanticized the character.
Das Road Movie von 1969 ist der erste große Kassenerfolg des New Hollywood. Kurz darauf dreht Peter Fonda, einer der Darsteller, seinen Anti-Western Der Weite Ritt. Laszlo soll die Kamera übernehmen, aber der ist anderweitig beschäftigt und schlägt stattdessen Wilmosch vor. Die Studiobosse können mit dem Film nichts anfangen, andere Regisseure hingegen sind begeistert. Plötzlich ist Wilmosch gefragt. Er arbeitet für Robert Altman und 1972 für John Boorman und seine Karriere kommt ins Rollen. In einem guten Film verschmelzen die Bilder mit der Geschichte. Du darfst nicht zu viel und nicht zu wenig hineinpacken, sondern musst den Ton der Geschichte treffen. Wir wollten es wie einen Dokumentarfilm aussehen lassen, realistisch. In den 70ern veränderte sich Hollywood. Es ging nun mehr um echte Menschen mit realen Problemen. Es gab viele Low-Budget-Produktionen und die Schauspieler arbeiteten für kleine Honorare. Die Kinosäle waren damals voll, denn die Leute liebten diese Streifen. Es war die goldene Zeit der großen Filme. A34, A34, A27. 1978 erhält Wilmosch Zsigmond den Oscar in der Kategorie Beste Kamera für seine Leistung in Steven Spielbergs Unheimliche Begegnung der dritten Art. Trotz dieser Auszeichnung bleibt es die einzige Zusammenarbeit der beiden. Das war kein Special-Effects-Film. Er glich eher der Realität, als würde es wirklich passieren. Wir haben ihn so gedreht, dass die Leute glaubten, solche Dinge kämen tatsächlich vor. Ich habe als Einziger einen Oscar dafür bekommen. Dabei hätten ihn die anderen genauso verdient gehabt. Doch an diesem Abend räumte Star Wars von George Lucas einfach alles ab.